In diesem Kapitel möchten wir uns etwas befassen mit der Langlebigkeit von diesen Eisökosystemen. Wir haben jetzt eine Vielzahl von Variablen gehört, wo finden wir diese Systeme. Aber es stellt sich die Frage, wie lang kann sowas überhaupt überdauern? Und da gibt es ganz krasse Unterschiede, wenn man sich dieses Atmosphärenkapitel vor Augen hält mit den Wolkenpaketen, welche vielleicht nur wenige Stunden überdauern können und dann wieder verschwinden, bis zu den ganz krassen Beispielen von diesen Eissheets oder von den Eisschelfen, welche wirklich über Jahrmillionen überdauern können, sofern es nicht abbricht, wie im aktuellen Fall. Aber es gibt eben eine große Varianz zwischen Stunden bis zu Millionen von Jahren, wobei eben die meisten in der Reduktion stehen. Ein ganz spezielles System noch zum Ende hin, was wir etwas als Zeitkapsel verstehen, sind Eishöhlen. Hier ist Beispiel die Grubstein-Eishöhle in Österreich, wo große Eismassen in Felshöhlen gebunden sind und wo wirklich Mikroorganismen durch Schmelzwassereinträge eindringen können. Und eben immer, wenn flüssiges Wasser vorhanden sind, metabolisch aktiv werden können. Hier ist nochmal der limitierende Faktor, dass es kaum Sonnenlicht gibt, außer am Höhleneingang, was das Leben natürlich noch sehr viel komplexer machen kann. Es gibt aber auch Systeme, die durch den Menschen leben, auch wenn sie natürlich entstanden sind. Als Beispiel in den Alpen bei uns im Zillertal der Hintertuxer Natureispalast, welches eine Höhle ist in einem Gletscher drin. Also man kann den Gletscher innen begehen. Und dieser Eispalast, wie er genannt wird, ist jetzt touristisch zugänglich gemacht. Das heißt, es sind einzelne Kammern, natürliche Kammern miteinander verbunden, auch künstlich ausgeleuchtet, und diese künstliche Ausleuchtung hat ein ganz spezielles Phänomen zur Folge. Was Sie da jetzt sehen, als diese grünen Spitzen auf dem Eis, das sind Algen, die direkt auf dem Eis draufwachsen, aber die rein durch eine Glühbirne versorgt werden. Das heißt, sie nutzen eine bestimmte Wellenlänge, profitieren auch von dieser geringen Wärmeentwicklung der Glühbirne und können somit hochaktiv werden, und der Chlorophyllgehalt in diesem Eis ist so vergleichbar wie von einem Hypereutrophensee. Also wirklich ein Phänomen, welches man als Lampenflora bezeichnet. Und Lampenflora war bisher unbekannt in Eishöhlen, man hat es eigentlich nur gekannt von Felshöhlen, wo zum Beispiel Malereien waren, welche ausgeleuchtet wurden und wo sich dann mit der Zeit Mikroorganismen drumherum gebildet haben, die dann auch diese Felsmalereien nicht nur überwachsen, sondern zum Teil auch geschädigt haben, weil sie auch zum Teil saure Stoffwechselendprodukte ausscheiden und somit diese Gebilde zerstören können. Und hier in dieser Höhle bildet sich eine ganz spezielle Form von Eis. Man nennt es das Büßereis. Ist wiederum ein Begriff aus dem Kirchenzeitalter, wo die Büßer in dieser bittenden Stellung dagestanden sind und so auch diese Eiszäpfchen, die sich dem Licht hinzuneigen, beziehungsweise der Wärmeentwicklung. Und das sind ganz spezielle Vermischungen, wo der Mensch natürlich auch einen Einfluss hat. Wenn wir über den Menschen sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie sehr er diese Systeme beeinflusst. Und wir sagen jetzt, Gletscher haben ein Gedächtnis. Das heißt, alles, was wir auf einem Gletscher zurücklassen, bleibt auch dort. Speziell in den letzten Jahren hat man immer mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt, darauf zu achten, was abbaut aus einem Gletscher aus. Es gibt sehr viele Kulturgegenstände, auch vermisste Personen, die langsam wieder auftauchen, beziehungsweise sehr alte Relikte, die jetzt langsam ausabbern, oder auch Holzreste.
aber leider auch Radionuklide. Also man findet extrem hohe Mengen bei uns in den Alpen an Radionukliden, welche zum Teil noch von dem Atomreaktorunfall in Tschernobyl stammen, beziehungsweise von den Atombombentests aus China, beziehungsweise noch in Sibirien. Und man findet hier derart hohe Werte, dass sie diese Werte von Milch oder Pilzen von damals, wovor nach dem Tschernobyl-Unfall gewarnt worden ist, übersteigen können. Wenn man das jetzt vergleicht, Alpen und Arktis, dann sieht man an diesem Balkendiagramm wirklich eine unverhältnismäßige Verteilung in den Alpen, wo große Mengen in den Alpen deponiert worden sind. Es ist auch ungefähr 12% der gesamten Aktivität, die von Tschernobyl frei geworden ist, über den Alpen niedergegangen, welche speziell auch in den Gletschern gespeichert sind und durch die Gletscherschmelze langsam frei werden. Man kann zum Beispiel die Atombombentests auch zuordnen, weil jeder Bombentest oder jede Bombe damals eine ganz spezielle Isotopensignatur gehabt hat. Und von den Bombentests spricht man hier von einem alten Fallout oder dem globalen durch diese Zusammensetzung der Radioisotope, beziehungsweise der junge Fallout, der stammt von Tschernobyl. Und durch diese Klimaänderungen werden sich auch unsere Gletscher verändern, auch unser Verhalten, speziell jetzt im Tourismus, wie wir Schnee und Eis nutzen. Vielleicht wird man irgendwann nicht mehr wissen, was Skifahren ist, oder die Menschen werden einen Skifahrer nicht erkennen. Man muss sich überlegen, wie schaut der moderne Wintertourismus aus? In Tirol hat man eine Abhilfe geschaffen, speziell in Gletscher-Skigebieten. Man bezeichnet es als aktiven Gletscherschutz, indem man die vom Schmelzen betroffenen Flächen während der Sommermonate abdeckt mit hektargroßen Baufliesen. Weiß natürlich, um diese Albedo zu erhöhen. Es hilft auch, also es wird im Mai ausgerollt und man kann in einer Saison bis ca. Anfang September, bevor der erste große Schneefall wieder kommt, ungefähr 1,60 Meter bis maximal 2 Meter an Schneemengen in der Höhe retten bzw. bewahren. Also man findet auch große Schneedepots inzwischen, indem man die einfach abdeckt und so vor der Sonnenenergie schützt. Es ist aber kein unkompliziertes Unterfangen, wenn man es aus ökologischer Sicht betrachtet, weil man durch diese Abdeckung natürlich die gesamten Lebensbedingungen für diese Kryobiologie extrem verändert. Das heißt, die Nährstoffversorgung ist anders, die Lichtversorgung wird abgetrennt, beziehungsweise das Temperaturregime ändert sich. Die Kryobiologie wird sich in der Zusammensetzung verändern. Und das ist aktuell jetzt noch ein sensibles Zusammenspiel zwischen wirtschaftlicher Nutzung und Wissenschaft und der ethischen Komponente.